Beginnen wir mit dem Asset Management. Wir wissen, dass IT-Teams bei Anfragen oft mehr Informationen benötigen, um Tickets zu lösen. Wenn zum Beispiel ein Laptop gewartet werden muss, wollen Sie wissen, welche Version des Betriebssystems auf dem Laptop lief und ob die Garantie abgelaufen ist. Aber nicht nur das. Sie wollen auch in der Lage sein, sich ein Bild von der Historie aller mit diesem Asset verbundenen Vorfälle zu machen. Aber es geht nicht nur um Laptops und IT-Teams. Alle Arten von Teams können Inventar in ihrem Service Desk pflegen. Das kann alles sein, von Schlüsseln und SIM-Karten bis hin zu Büromöbeln und, wie ich gleich noch zeigen werde, Klavieren. Möglich wird dies durch den Insight-App von Ryota. Insight benötigt eine CMBD zur Verwaltung aller Dinge, die für ihr Unternehmen wichtig sind, sei es Hardware, Software, Verträge, Mitarbeiter, Einrichtungen und vieles mehr. Dies ist einer der Service Desks am Peabody Institut der Johns Hopkins Universität. Genau wie die meisten anderen Teams haben sie begonnen, Jira Service Desk innerhalb ihres IT-Teams zu verwenden. Und sie haben heute einen wirklich interessanten Anwendungsfall, den ich mit Ihnen teilen werde. Das ist also Ihre Abteilung für die Wartung von Klavieren. Sie verwenden die Insight-App von Ryota, um Ihr gesamtes Klavierinventar zu verfolgen und Ihren Wartungs- und Reparaturprozess für Klaviere zu rationalisieren und zu verwalten. Dies ist also das Anfrageformular. Und Sie können sehen, dass auf dem Formular selbst ein paar Bilder eingebettet sind, um den Leuten einfach zu zeigen, wie sie die Anfrage einreichen können. Sie können entscheiden, welche Art von Wartung das Klavier benötigt, ob es gestimmt werden muss, ob zum Beispiel die Saiten gerissen sind. Und das ist alles ein benutzerdefiniertes Feld, das von Insight ausgefüllt wird. Sie können das Problem beschreiben und dann den Ort auswählen, an dem sich das Klavier befindet. Die Auswahl des Standorts zeigt dann die Klaviere an, die mit diesem Standort verbunden sind. So wird die Anfrage wirklich rationalisiert. Und wenn diese Anfrage gestellt wird, weiß der Mitarbeiter genau, in welchen Raum er gehen und an welchem Klavier er arbeiten muss. Und das Herzstück des Anforderungsformulars, das Sie gerade gesehen haben, wird von diesem Klavierinventar bespielt, das Klaviere im Wert von Millionen von Dollar erfasst. Für ein IT-Team könnte dies einfach eine Liste aller Ihrer virtuellen Server, Ihrer Netzwerkinfrastrukturdienste und so weiter sein. Die andere coole Sache ist, dass Sie alle Gebäude auf dem Campus und alle Räume innerhalb dieser Gebäude kartiert haben. Sie können also ein Klavier dem richtigen Standort zuordnen, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und da es sich um eine CMBD handelt, können Sie wirklich alle Abhängigkeiten zwischen diesen Elementen visualisieren. In diesem Fall können wir also sehen, dass ein Klavier zu einer Abteilung gehört, sich in einem Raum befindet und verschiedene Attribute wie Modell, Hersteller und Ausführung hat. Indem Sie also Ihren Service Desk mit Ihrem Inventar verbinden, können Sie die Zeit bis zur Problemlösung wirklich drastisch reduzieren. Insight ist heute für Server und Rechenzentren verfügbar und befindet sich in der Beta-Phase für die Cloud. Von der Asset-Verwaltung geht es also weiter zu Apps, mit denen Sie Ihre Kunden wirklich individuell betreuen und unterstützen können. Um Ihren Kunden ein großartiges Erlebnis zu bieten, ist es wichtig, dass Sie Ihre Support-Seiten wirklich anpassen und maßschneidern können. Und mit der Refined-App für Jira Service Desk können Sie mehrere kundenorientierte Seiten erstellen, die mit Jira Service Desk verbunden sind. Und Sie können jede Seite anpassen, indem Sie Dinge wie eine benutzerdefinierte Domain, Themen, Layouts, Projektinhalte und Quicklinks zu Hilfedokumenten hinzufügen. Dies ist das Beispiel einer Refined-Seite, die vollständig angepasst und gebrandet ist. Und wir haben hier einen Service-Desk, ein Jira-Software-Projekt und auch Dokumente aus Confluence in Google Docs eingebettet. So sieht der Service-Desk aus. Das ist etwas, mit dem Sie wahrscheinlich schon sehr vertraut sind. Aber die andere coole Sache, die ich Ihnen hier zeigen möchte, ist die Einbettung eines Jira-Software-Projekts hier, sodass Sie Ihren Kunden einen Blick in alle Tickets geben können, die gemeldet wurden und an denen Ihre Techniker arbeiten. Und Sie können auch die Jira-Ticket-Ansicht hier direkt auf dem Portal, direkt auf der Support-Seite nachbilden, damit die Kunden damit interagieren und zusätzliches Feedback geben können.
Dies ist also die Refined-App für Jira Service Desk und ist auf Cloud-Server und Rechenzentrum verfügbar. Schauen wir uns nun an, wie wir die Formulare im Jira Service Desk Portal erweitern können. Wir werden sehen, warum Anfrageformulare hilfreich sein können. Sie erfassen alle Informationen im Voraus, sodass sie nicht in einem schmerzhaften Hin und Her wie diesem enden. Aber manchmal kann eine Einheitsgröße für alle Formulare ein bisschen zu viel sein. Sie stellen wahrscheinlich zu viele Fragen, es gibt zu viele Felder und Sie wollen sie intelligenter machen und wirklich anpassen. Ich zeige Ihnen also ein paar Möglichkeiten, wie Sie das tun können. Die erste App, die ich Ihnen heute zeigen werde, ist die ScriptRunner-App von Adaptivist. ScriptRunner wird mit fertigen Skripten geliefert, mit denen Sie viele Ihrer Arbeitsabläufe optimieren können. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie den Jira Service Desk mit ScriptRunner anpassen können, damit alles wie am Schnürchen läuft. Lassen Sie uns also ein Formular für Endbenutzer speichern, um ein Problem zu melden. Die Benutzer können angeben, wie dringend das Problem ist und eine Telefonnummer angeben. Jetzt wollen wir, dass dieses Telefonnummernfeld nur erscheint, wenn das Problem mindestens eine hohe oder die höchste Priorität hat. Mit ScriptRunner-Verhaltensweisen und ein wenig Scripting können Sie dieses Feld nur dann erscheinen lassen, wenn das passiert. Wir haben hier also ein kleines Skript, um die Telefonnummer auszublenden und dieses andere, welches das Telefonnummernfeld bedingt erscheinen lässt, wenn die Dringlichkeit auf hoch gesetzt ist. Wenn wir nun zurück zum Portal gehen, sehen wir, dass das Feld ausgeblendet wurde. Und wenn wir die höchste Dringlichkeit auswählen, erscheint es im Formular. Dies ist also eine gute Möglichkeit, Ihre Formulare einfach zu halten und nur bestimmte Felder bei Bedarf anzuzeigen. ScriptRunner ist heute für Cloud-Server und Rechenzentrum verfügbar.